Angesichts der doch eher desaströsen Nachrichtenlage ist das, was an den Aktienmärkten heute passiert, doch eher ein glimpflicher Abverkauf mit den Wall Street Indizes so um und bei minus 1%. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, das war schon eigentlich eine ziemliche Ladung, eine ziemliche Ballung von wirklich negativen Schlagzeilen, die da gekommen ist. Fing an mit dem Brexit, ein Telefonat zwischen Merkel und Johnson, wo beide mehr oder weniger sagen, naja, dann ist ein harter Brexit ohne Deal unausweichlich. Backstop müsse sein, also diese Nordirland-Grenzgeschichte, so Merkel, nein, auf keinen Fall, so Johnson, ja gut, dann läuft eben auf einen harten Brexit hinaus, so der Tenor dann letztendlich von beiden. Aber das, was die Märkte viel mehr interessiert, ist ja das Thema Handelskrieg. Und da war zunächst die Aussage des chinesischen Handelsministeriums, das gesagt hat, ja, mit dieser Blacklist, auf die 28 chinesische Firmen gekommen sind, unter anderem diese Firma, die in China so maßgeblich die Sicherheitskameras herstellt, dieses totale Überwachungssystem letztendlich garantiert, das ist auf der Blacklist. Das bedeutet, dass Firmen, amerikanische Firmen, die in den USA sitzen, mit diesen Firmen keine Geschäfte mehr machen können, beziehungsweise eine Sondergenehmigung brauchen. Würde eine amerikanische Firma in China sitzen, dann bräuchte sie diese Sondergenehmigung nicht, by the way, aber sei es drum. Jedenfalls hat Chinas Handelsministerium da gesagt, naja, wartet mal ab, da werden wir zurückschlagen. Und dann kam dieser Bericht des South China Morning Post, der gesagt hat, ja, die chinesische Delegation, die würde einen Tag früher als geplant abreisen. Und Liu He, den Sie hier auf der linken Seite sehen, ist nicht als Sonderbevollmächtigter von Xi Jinping unterwegs. Mithin kann er also gar nicht wirklich Entscheidungen treffen. Das ist immer so ein Kriterium, wie die Chinesen die Dinge sehen. Wenn Liu He, das war schon einmal der Fall, als man Stress hatte, keine sogenannte Sonderbevollmächtigung hat, dann kann er faktisch nichts entscheiden. Dann ist das Ganze eher so ein Höflichkeitsbesuch ohne eine klare Richtung, wo soll das eigentlich hingehen? Die Chinesen sind sauer aus zwei Gründen. Gestern hatte Donald Trump wieder gemahnt in Hongkong, das darf nicht eskalieren, sonst hat das negative Auswirkungen auf den Handelskrieg. Das war das Erste. Und eben dann diese Erweiterung der Blacklist durch die Amerikaner, eine ungute Mischung. Die Motivation dieser Blacklist sind die Uiguren, jenes Volk im Westen, im Nordwesten Chinas, das letztendlich muslimisch ist, turkmenisch spricht, also kulturell völlig verschieden ist von den Han-Chinesen, aber für Peking eben sehr wichtig ist, weil es ein zentraler Baustein der Seidenstraße Richtung Westen ist. Dementsprechend will man das nicht aufgeben, will man da eine harte Hand behalten. Und China hat dann später gesagt, mischt euch da nicht ein, sowohl in Hongkong nicht, als auch eben da bei den Uiguren nicht. Das sind innere Angelegenheiten, das geht gar nicht. Dann hat das Weiße Haus noch einen draufgesetzt und gesagt, naja, wir werden wohl bestimmte Government Funds, also staatliche Fonds, untersagen, über eine bestimmte Menge an chinesischen Investments zu kommen. Das Ganze ist sehr problematisch insofern, als ja zum Beispiel Indizes wie der MSCI World, der die Weltaktienmärkte abbildet, wo eben auch chinesische Aktien mit enthalten sind, als dann sozusagen diese amerikanischen Investmentgesellschaften Beschränkungen hätten, nicht mehr den MSCI World pauschal als ETF zum Beispiel, ist ja ein ETF, aber eben den MSCI World ETF nicht mehr kaufen können. Das sind alles Dinge, die sozusagen den Risikomut, die Stimmung an den Märkten doch ein Stück weit verfinstert haben. Dann zum Beispiel für die Amerikaner sehr wichtig ist, für uns kaum vorstellbar, aber China hat dann gesagt, nach dem Tweet eines Managers der Houston Rockets, der NBA, diese Basketballmannschaft, der einen Tweet abgesetzt hat, wo er massiv die Hongkonger Demonstranten und ihre Meinungsfreiheit unterstützt, diesen Tweet dann am Wochenende wieder gelöscht hat, aber das ist in Peking sauer aufgestoßen. Dann hat man sowohl seitens des staatlichen Fernsehsenders als auch von Tencent, in diesem Internetgiganten, gesagt, naja, dann stoppen wir eben Übertragungen aus der NBA, denn derzeit sind amerikanische Mannschaften der NBA, die Punktspiele der amerikanischen Basketballliga in China austragen. Eine Werbemaßnahme, da soll sozusagen dann dieser gigantische chinesische Markt aufgerollt werden. Und viele Amerikaner, die vielleicht von den Zöllen schon mal gehört haben, aber ansonsten sich für Politik nicht so wahnsinnig interessieren, das ist etwas, was auch American Joe richtig mitbekommt und wirklich ernst nimmt. Also damit ist sozusagen ein maßgeblicher Schritt des Handelskrieges jetzt auch bei den normalen Durchschnittsamerikanern angekommen. Die ganze Geschichte ging aber noch weiter. Wir sind dann immerhin
als sehr positives Zeichen. Die chinesische Delegation ist riesig groß. Da ist Yi Gang dabei, der Notenbankchef, da ist der Handelsminister dabei, da ist der Agrarminister dabei. Also es ist schon eine hochkarätige Delegation. Da sind wahnsinnig viele Leute dabei. Aber kurz nachdem das bekannt wurde, dass die Delegation sehr groß ist, hat eben erneut das Handelsministerium gesagt, wir verbieten uns jede Einmischung bei den Uiguren und wir werden stark darauf beharren, dass die Amerikaner diese 28 Firmen, die jetzt neu auf dieser Blacklist sind, da wieder entfernen. Das scheint also jetzt ein zentraler Zankapfel zu sein. Wenn ihr das nicht macht, dann wird es wohl schwierig mit einem Deal, vor allem die vorzeitige Abreise, ein schlechtes Zeichen. Also es sieht jetzt nicht so toll aus, aber Sir Donald ist für Wunder natürlich jederzeit zu haben, Kraft seiner unendlichen Weisheit, wie er kürzlich ja in einem Tweet behauptet hat. Die Märkte grundsätzlich, naja, die sind natürlich ein bisschen angeschlagen, aber noch ist nichts verloren. Wir sehen hier einen Chart von Sven Henrik von Norseman Trader, der S&P 500 hier an den gebrochenen Aufwärtstrend rangelaufen, dann abgeprallt, der VIX nach einem Ausbruch nach oben am Donnerstag infolge der schwachen ISM-Dienstleistungsdaten dann wieder zurückgekommen, mithin also die Aktienmärkte wieder nach oben, aber da an dieser Aufwärtstrendlinie eben abgeprallt, dann wieder nach oben gegangen. Jetzt wird es interessant, jetzt wird es spannend. Die Bewertungen an den Aktienmärkten der USA sind doch ziemlich horrend. Das ist in vielerlei Hinsicht zu zeigen. Wir haben hier zum Beispiel die GAAPs Earnings, also die nach der Bilanzierungsmethode GAAP dargestellten Earnings, die sind nicht wirklich so kräftig wie eben der Anstieg des S&P. Ein Teil davon kommt durch die sogenannten Buybacks. 2,1% erhöhen diese Buybacks, diese Aktienrückkäufe, die Gewinne pro Aktie. Wir sehen dann, dass die Earnings per Share im Grunde seit 2014 konstant nach unten laufen und der S&P 500 eigentlich konstant nach oben läuft. Irgendwie ist da eine Schere, ist da ein Gap, eine Lücke, die irgendwann geschlossen werden könnte, sollte, müsste. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie wird die Berichtssaison laufen, die ja in der nächsten Woche so richtig mit den US-Banken dann losgehen wird. Schauen wir uns die Charts an. Was ist hier der Fall? Hier sehen wir den Dow Jones, der den Versuch einer Erholung macht, aktuell 26.250. Die Charts, ich erwähnte es, glaube ich, schon letztes Mal, sind übrigens von Capital.com. Merken Sie sich diesen Namen. Ich hatte ihn, glaube ich, noch nie erwähnt, soweit ich weiß. Jedenfalls leichte Erholung. Wir sind beim S&P 500 immer im Kampf, jetzt zuletzt gewesen, an dieser 2900er Marke. Die ist neuralgisch, die ist psychologisch neuralgisch. Geht es darunter, wie wir ja schon am Donnerstag mal in Richtung 2860 unterwegs waren, dann ist ein Test dieses Tiefs vom Donnerstag durchaus wahrscheinlich. Was macht der DAX aus der Geschichte? Naja, er hält sich in Sichtweite der 12.000er Marke. Wir waren im Hoch heute bei 12.100 um den Dreh, sind jetzt 100 Pünktchen tiefer. Der DAX ist so ein bisschen abgestumpft, hat man das Gefühl. Da ist wenig Leben in der Bude. Wir sehen Euro-Dollar, das Währungspaar war hier schon wieder bei 1,10er Marke, prallt dann jedes Mal davon ab, aktuell 1,0956 Gold. Kann sich erholen über die 1500er Marke im Gefolge der geopolitischen Unsicherheit, die ja nicht kleiner geworden ist. Und wir sehen Crude Oil, das so langsam aber stetig nach unten geht, $52,05. Risikoaversion ist eben auch schlecht für den Goldpreis. Also, es muss ein Wunder geschehen, aber Wunder sind ja in dieser digitalen Welt jederzeit möglich, vor allem wenn einer der westlichen Führer Donald Trump heißt und unendliche Weisheit besitzt, dann sind die Wunder möglich, vor allem wenn die Aktienmärkte weiter absaufen, dann ist all das, was er vorher gesagt hat, wahrscheinlich nicht so wichtig. Wie Adenauer sagte, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Und sein Geschwätz von gestern war, ich will keinen Partial Deal, ich will keinen Teil Deal, sondern ich will den ganz, ganz großen Deal, wie das in dieser kurzen Zeit möglich sein soll. Bei diesen Differenzen, nachdem die Chinesen gesagt haben, ja, aber die zentralen Punkte, ihr Schutz geistigen Eigentums, Subventionen für staatliche Firmen, über die wollen wir gar nicht erst reden. Aber Donald Trump macht bestimmt einen großen Deal daraus, selbst wenn es nur ein kleiner Furz ist. Donald Trump ist da ein Zauberkünstler, der sozusagen auch eine solche Luftblase dann in hellstem Licht wird erstrahlen lassen können. Das soll es erstmal gewesen sein. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Feierabend. 1950 spricht noch Jerome Powell. Vielleicht kommt da was, vielleicht aber auch nicht. Seine letzten Aussagen waren ja eher nichtssagend. Wirtschaft stark. Aber Risiken haben zugenommen, was auch immer man davon halten soll. Also Servus und Ciao.